Ja, gerade im Schreibtisch noch eine alte Packung schwarzen Grauser gefunden. Ich habe seit Wochen nicht geraucht, habe mich gerade sportlich ein bisschen fit gemacht. Erste Zigaretten seit ewigen Zeiten. Auch Pfeife habe ich mich zurückgehalten. Ja, und wenn jetzt jemand fragt, was das ist, ja, es ist ein Tommy-Hemd. Habe ich jetzt schon angezogen, wenn ich ein militärisches Thema habe, wollte ich doch irgendwas anziehen, was ein bisschen nach Militär ausschaut. Habe ich in so einem Überraschungspaket gekauft. Ganz billig bekommen. Keine 20 Euro. Da war jede Menge Zeug drin. Kann ich gar nicht alles erzählen. Wie gesagt, schöne Qualität, tolle Sachen, schön zu tragen. Aber jetzt zum Thema. Bei uns in der Kompanie ist ja nie langweilig geworden. Das muss ich echt sagen. Da war immer was los. Das ganze Jahr war immer was los. Es gab jedes Jahr ein großes Pionierfest. Soldatensportwettkampf, irgendwelche Aktivitäten am Geiselgastei, Kulissen abreißen. Dafür dürfen wir das Holz behalten. Richtige Pionierarbeit halt. Gebäude abreißen von der Bundeswehr. So eine Sachen. Und dann war mal wieder ein tolles Ereignis, was mir wieder eingefallen ist. Wir hatten ja viele alte Berufssoldaten, die 58 angefangen haben, 57 die Männer der ersten Stunde, Jahrgang 37, sage ich mal, 42, nicht mehr 37, Jahrgang 37 bis 42, sage ich mal, die alten Hauptfelds. Früher war ja Hauptfeld eine Auszeichnung, das waren ja die ganz alten, kurz vorm Ausscheiden. Heute ist es ja wieder mit diesem Dienstgrad inflationär verfahren. Da sieht man ganz junge Kerle als Hauptfeld rumlaufen, ganz junge Frauen, früher undenkbar. Das waren Leute, die noch ein paar Jahre gehabt haben bei uns. Die waren auch alle voll ausgebildet. Viele hatten einen Sprengschein noch. Und da ist ihnen die Idee gekommen, Mensch, wir könnten mal wieder Sprengausbildung machen. Wir könnten mal wieder für die ganze Kompanie Gewöhnung sprengen und solche Sachen machen. Das wurde dann gleich aufgegriffen, Planungsausschuss, Aufgaben verteilt, Sprengstoff bestellt, Zündkapseln bestellt, Sprengschnur bestellt, Zünder bestellt, die Zündvorrichtungen, das ganze Pipapo. Uns in der Werkstatt ist die Aufgabe zugefallen, bestimmte Sachen herzustellen. Das war, würde ich sagen, schon fast eine kleine terroristische Grundausbildung. Wir haben da eine lebensgroße Puppe gebaut, einen ausgestopften Overall. Wir haben Schweinepfoten bestellt beim Metzger. Wir hatten auch einen eigenen Kompanieschreiner, der war Zivilist, der alle Zimmerer- und Schreinerarbeiten für uns gemacht hat. Der war auch ein paar Meter über die Straße von unserer Werkstatt. Der hat die Aufgabe bekommen, eine Holzkiste für eine Paketbombe zu bauen. Alles Demonstrationssachen natürlich, klar. Die wurde dann noch innen eingesägt, dass sie schön zersplittert und so eine Sachen. Dann mussten wir einen Holzkegel herstellen, mit dem wir Hohlladungen herstellen konnten. Das haben wir dann alles im Vorfeld gemacht. Und als das alles komplett war, hat man dann einen Termin gemacht in der Fröttmanninger Heide. Da hatte die Bundeswehr einen Sprengplatz. Das ist, da müsst ihr euch vorstellen, die Gegend, wo jetzt die Allianz Arena steht. Da irgendwo in der Nähe, schätze ich, war das. War große Heidelandschaft. Mit Gruben, extra Gruben für Sprengübungen und so weiter. Und da sind wir dann hingefahren. In der Früh wurde der Sprengstoff verladen, da wurde ein Begleitkommando zusammengestellt, das bewaffnet war, mit Pistolen bewaffnet, dem Sprengstoff irgendwie zu sichern gegen Raub oder Überfall oder so. Muss wahrscheinlich vorschriftsmäßig so sein. Wir sind dann da alle hingefahren, also der Lastwagen mit dem Sprengstoff gesondert, mit dem Begleitkommando und die ganze Kompanie, die abkömmlich war, wurde eingeteilt war, ist da mitgefahren zum Sprengen. Im Vorfeld gab es natürlich schon einen kleinen Unterricht, ein kleines Briefing und dann auf dem Sprengplatz wurde dann aufgebaut. Da haben die alten Sprengmeister ihre ganze Kunst gezeigt. Da haben wir dann mal solche Sachen gemacht wie Telegrafenmasten sprengen mit der Sprengschnur. Da wurde dann der Telegrafenmast geschätzt zum Durchmesser und pro Zentimeter Durchmesser wurden dann zwei Windungen Sprengschnur rumgemacht und dann wurden Baumstümpfe mitgeführt, so in die Kavenzmänner, alles auf dem Lastwagen mitgeführt.
Dann wurde eine Seriensprengung vorbereitet von unseren alten Pionieren. Das heißt, ihr wisst ja, wie sie Hochhäuser sprengen, wenn die Detonationen in kurzer Folge aufeinander in Serie erfolgen, wurde aufgebaut. Und dann hat man da angefangen mit dem Parcours. Wir haben unsere Figur aufgebaut mit der Paketbombe. Da war dann gewalzter Plastiksprengstoff drin am Deckel. Und dann ist es losgegangen. Natürlich alle Feuer und Flamme gewesen. Das ist mal eine interessante Sache gewesen. Dann wurde jetzt erstmal die Telegrafenmast gesprengt. Sprengschnur rumgewickelt, Windungen abgezählt, abgezogen und dann wumm, ist der Mast umgefallen und war durchgeschlagen, leicht ausgefranst, sensationell. Hat man ja vielleicht früher gebraucht, um Nachrichtenleitungen zu kappen, Stromversorgungen zu unterbinden und so eine Sachen. Dann kam die Hohlladung zum Einsatz. Die haben wir dann selbst hergestellt vor Ort mit diesem knetbaren, man sagt immer Plastiksprengstoff, TNT war es einfach. Das ist eine Masse, die Konsistenz hat, so eine Mischung aus. Eine Plastilin ist zu fein, eher so marzipanartig. Die hat man dann über den Holzkegel geformt, also draufgepresst, dass innen dieser Kegel entstand, dass die Sprengwirkung in die bestimmte Richtung geht. Oben einen kleinen Zylinder, unten dieser Trichter. Dann konnte man auch mit Aluminium innen auskleiden, mit Aluminiumfolie, dass der Schneidstrahl besser ist. Das haben wir dann gemacht. Die großen Baumstämme haben wir dann aufgelegt, die Ladung oben drauf gelegt, Zünder oben rein, die Zündkapsel. Und dann ist es abgegangen. Die Sprengwirkung geht tatsächlich die ganze Kraft nach unten. Der Baumstamm, dieser riesige Klotz wurde völlig zerschmettert nach unten. Dann haben wir eine Demonstration gemacht, wie eigentlich das gefährlichste Teil an dem ganzen Sprengstoffhandhabung, was sind eigentlich die Zündkapseln? Die werden ja auch gesondert transportiert. Die haben wir in einen großen Blecheimer gehängt. Praktisch von oben, wenn das die Zündkapsel ist, in den Eimer reingehängt, dass er mittig platziert war und dann die Zündkapsel gezündet. Und da waren ringsrum um den Eimer, war nachher, hat man die Splitterwirkung gesehen, war der Eimer durchlöchert. Mache ich die mal aus. Muss mal wieder gut sein. Gut. Was haben wir noch gemacht? Dann kommt die Serienzündung. Wirklich mit Kästchen, zack und pst. Dann eine Ladung nach der anderen hochgegangen. Wir natürlich auch aus dem Sicherheitsabstand beobachtet. Und dann gab es noch das Gewöhnungssprengen für uns Pioniere. Da hat dann jeder Mann eine 200 Gramm Packung bekommen. Das war so ein Würfel, so groß, so hoch. Und der hat an der Stirnseite und von oben ein Gewinde eingearbeitet gehabt. Da konnte man den Zünder einschrauben. Eine Zündschnur mit Abreißzünder. Gibt es jetzt Zündschnüre, die man auch mit Feuer zünden kann. Da braucht man dann aber eine erhöhte Temperatur. Das heißt, man braucht entweder spezielle Zündhölzer also mit hohen Temperatur oder zur Not auch fünf, sechs Streichhölzer auf einmal nehmen und die direkt an der Zündschnur positionieren und anreiben. Und die Entzündungstemperatur, das reicht nachher aus, dass die in Gang kommt. Aber wir haben dann diese Abreißzünder benutzt, weil die einfacher und zuverlässiger sind. Dann sind wir mit dem Sprengausbilder, sage ich mal so, oder mit dem alten Pionier da in die Grube gegangen. Das müsst ihr euch vorstellen wie eine Schnecke. Eingang einmal rum und dann ist innen der Platz gewesen, wo man die Ladung gebaut hat. Und dann hat man halt unter Anweisung des Pioniers hat man nachher die Zündkapsel eingeschraubt in das TNT, hat den Zünder abgezogen, war ungefähr, ich schätze mal, es war 1 Minute, schätze ich, die Brenndauer oder die Zünddauer. Dann heißt es abziehen. Mit dem Ausbilder aufstehen und mit dem Rücken zur Ladung aus der Schnecke rausgehen. Und gerade wenn man aus der Schnecke draus war, dann ist die Ladung hochgegangen. Und 200 Gramm gibt einen mächtigen Rums. Gut, das war eine tolle Sache. Danach haben wir halt wieder zusammengepackt. War eine tolle Erfahrung. Und so ist es bei uns nie langweilig geworden. Wir haben auch so eine Sachen gemacht wie Wasserausbildung auf der Isar mit den großen Schlauchbooten. Vielleicht erzähle ich das ein anderes Mal. Das war auch immer ein Erlebnis. Das war's zur Sprengausbildung bei uns Pionieren zum Gewöhnungssprengen. War echtes Highlight. Bis zum nächsten Mal. Servus.